Konnichiwa, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Pokémon-Tipps- und Tricks-Video. Heute werde ich euch zeigen, was ihr machen könnt mit dem Dojo. Viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben, bringt das Dojo überhaupt, ist das Dojo cool? Leute, das Dojo lohnt sich, vertraut mir. So, erstmal vorweg, viele haben mir auch immer gefragt, was kann ich mit Watt anfangen? Warum ist Rüstung jetzt wichtig? Ich habe jetzt einige Videos gemacht, ich verlinke sie oben euch da in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Die blende ich jetzt immer nach und nach in dem Video hier ab und zu mal ein. Bitte beachtet, dass ich da Tipps und Tricks zu gemacht habe und dass auch weitere Tipps und Tricks zu Pokémon Schwert und Schild Rüstung CEC kommen werden. Deswegen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Kostenlos könnt ihr machen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Möglichkeit haltet mit diesem Upgrade-System in dem Master Dojo. Würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich finde es eigentlich ganz geil gemacht. Ich hoffe, auch im nächsten DLC wird es so eine Möglichkeit geben, weil das ist doch mal so ein bisschen Grinding im Game, was das Game einfach noch ein bisschen in die Länge zieht und finde ich eigentlich ganz cool. Und das Dojo ist eine Riesenerleichterung. Warum? Kommen wir jetzt zu. Erstmal vorweg, wenn ihr die Story soweit durchgespielt habt, habt ihr die Möglichkeit, über 3 Millionen Watt zu investieren an die Ehefrau von Maastricht. Das ist die nette Inia und sie möchte von uns Watt haben. Finde ich ganz cool, ist eine geile Sache. Ich gehe jetzt mit euch Schritt für Schritt alles durch. Unten in der Videobeschreibung ist ein kleiner Link übrigens, den packe ich euch auch noch rein. Wenn ihr 5000 Watt sammelt, kriegt ihr neue Frisuren. Zum Beispiel diese Frisur, die ich jetzt gerade anhatte oder anhabe gerade. Das ist eine von diesen neuen Frisuren. Die könnt ihr bekommen, wenn ihr 5000 Watt sammelt. Ich habe jetzt einen weiblichen Charakter, bei männlichen sind es noch ein paar andere. Bei 10.000 Watt kriegt ihr einmal diese rote Maschine. Damit könnt ihr wieder auf eure Box zugreifen von den Pokémon. Bei weiteren 20.000 Watt, die ihr investiert, kriegt ihr nicht nur die Rotom oder den Rotom, die Boxenbefugnis. Nein, ihr könnt auch eure ID-Lotterie benutzen, den Kartenzop und auch den und die Pokéjobs. Könnt ihr beides benutzen, geht ganz einfach. Wenn ihr wieder weitere 30.000 investiert, kommen hier zwei neue Getränkemaschinen hin. Erstmal könnt ihr dann die rechte Maschine benutzen. Da sind zum Beispiel Tafelwasser drin, Sprudel etc., um eure Pokémon zu heilen. Man muss dazu sagen, die Preise hier sind wesentlich günstiger. Das heißt, ihr kriegt im Endeffekt für etwas, also Tafelwasser und sowas, ein bisschen günstiger als bei den anderen Sachen. Finde ich ganz, ganz cool. Finde ich gut gemacht, eine coole Idee. Aber Tafelwasser, Sprudel lohnt sich nicht wirklich. Wenn ihr insgesamt 50.000 Watt investiert habt, habt ihr alles ausgebaut. Ja, dann sagt er dir, jo, kein Problem, super. Dann habt ihr Soda habt ihr bekommen, Limonade habt ihr bekommen, alle. Das heißt, ihr kriegt erst Tafelwasser, ihr kriegt dann danach Sprudel und danach halt die Limonade. Wenn ihr dann wieder nochmal 100.000 investiert, dann wird eure Küche geupdatet. Das heißt, ihr könnt einmal pro Tag, soweit es meines Wissens ist, korrigiert mich sehr gerne, einmal pro Tag an diesen Kühlschrank hier rangehen und euch Sachen rausnehmen. Dicker Lauch, Würstchen, Kumu-Käse etc. Das ist für den Currydex wichtig. Lohnt sich so ein kleines Gimmick nebenbei. Wenn ihr wieder 300.000 Watt investiert bei der jungen Dame hier, die nimmt uns einfach aus wie eine Weihnachtsgans, kommt eine zweite Maschine dazu. Das ist einmal diese Maschine hier. Und diese ist extrem wichtig. Warum, komme ich jetzt gleich zu. Ihr müsst insgesamt 500.000 Watt nochmal danach investieren und immer ein bisschen mehr reinballern. Weil diese Maschine einfach extrem wichtig ist. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Ihr könnt hier Proteine kaufen. Und das Geile eigentlich an dieser ganzen Sache ist, die Proteine, KP+, Calcium, Zink, alles Mögliche, die sind günstiger als im regulären Spielverlauf. Das heißt, ihr kommt normalerweise, wenn ihr eins kauft, kostet das 9.800. Hier kostet es 10.000, also es ist 200 Pokédollar teurer. Das Geile ist aber, sobald ihr 25 Stück kauft, kostet es nur 125.000. Das heißt, ihr kriegt für die Hälfte, ja, an den Normalpreis, den ihr in Gala bezahlen würdet, also in anderen Pokémon-Center, wo ihr euch die sonst holt, würdet ihr hier für die Hälfte 25 Stück kriegen, obwohl ihr für den gleichen Preis in Gala 25 Stück für 300.000 ausgeben müsst, 350.000. Das heißt, ihr bezahlt hier, nee, also 250.000. Also ihr bezahlt wesentlich weniger. Und das ist einfach extrem insane geil. Das heißt, ihr könnt ganz schnell, ohne Probleme, euch einfach eine ganze Box voll machen. Ihr farmt ein bisschen Geld und könnt euch hier eure Pokémon super einfach battle ready machen. Und könnt 25 Stück für 125.000 Pokédollar kassieren. Ihr müsst insgesamt 500.000 investieren, dann geht das weiter. Und dann kriegen wir ein paar Liga-Karten-Updates. Die sind nicht mehr so wichtig. Also im Endeffekt ist das Wichtigste eigentlich, wenn ihr wirklich die Box haben wollt oder die Pokémon Battle Ready wollt und Competitive spielen wollt, reicht es eigentlich, wenn ihr insgesamt 500.000 investiert und dann ist endgültig Schluss. Mehr braucht ihr nicht investieren.
Danach gibt es neue Liga-Kartenmodelle. Das wäre einfach die Liga-Karte, da haben wir einmal die Küche abgebildet, dann haben wir einmal eine Liga-Karte, wo sie abgebildet ist. Und für 1 Million Watt, Freunde, für 1 Million Watt kann man einen Kampf gegen sie machen. Das ist der Secret-Kampf. Den zeige ich euch nochmal in einem späteren Video mal. Und zum Abschluss, ich habe extra auf gewartet, bis ich das hatte und werde jetzt alles auf einmal abgeben. Obwohl, so viel brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir brauchen nur 1 Million oder 800.000. Das ist nämlich das allerletzte. Das heißt, ich habe dann insgesamt 3.300.000 Watt bei der guten Dame investiert. Und damit habe ich offiziell alles erreicht. Und die letzte Belohnung schauen wir uns jetzt mal an. Würdest du eine Runde spazieren mit mir gehen? Let's go. So, meine Freunde, das war offiziell der Master Dojo. Wir haben alles ausgegeben, was geht. Aber wir können nichts mehr kriegen. Wir können sie jetzt einfach weiter mit Watt zuballern. Aber das war's. Mehr können wir im Master Dojo nicht machen. Wir haben eine Secret Albumkarte noch bekommen. Wir schauen noch einmal kurz rein bei den Karten. Und schauen uns noch einmal kurz die Liga-Karte an, weil es ist eine Secret-Karte. Und einige von euch sammeln diese Dinger, ja. Ich bin zum Beispiel gar kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Überhaupt kein Fan. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Und ich muss immer auf Liga-Karten gehen. Album da, perfekt. Das ist die offizielle Secret-Karte von India. Sehr geile Karte auf jeden Fall. Gefällt mir. Aber es ist nicht lohnenswert. Also kleiner Tipp von mir. Macht's nur bis zu den Proteinen und sowas, was ihr benötigt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Tipps und Tricks Video wieder. Oder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo da. Links und rechts findest du vielleicht ein Video oder auch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Schau da doch mal vorbei. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.